Hallo, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ihr seht schon, was ich heute mache. Das ist ein bunter Cocktail. Unten ist der rot, dunkelrot, dann geht er in blau über, ein bisschen grünlich, oben gelb. Also viele tolle bunte Farben. Der kommt immer sehr gut an, nicht nur bei Kindern. Vielleicht habt ihr Lust, den nachzumachen. Wenn ja, dann schaut einfach jetzt mein Video. Ihr braucht für den Cocktail ein Glas, am besten ein Glas, das so eine ganz glatte Oberfläche hat, dann sieht man es am besten, den Farbübergang. Dann braucht ihr Granatapfel, also Grenadinsirup und Pro Curacao, also diesen blauen Sirup, einen Esslöffel, Eis, ich habe hier Eiswürfel, Orangensaft und dann kann es auch schon losgehen. Als erstes gebe ich einen Löffel, also einen Esslöffel Grenadinsirup in mein Glas. Da drauf gebe ich jetzt ganz vorsichtig die Eiswürfel. Ich gebe 6 Eiswürfel dazu. Als nächstes kommt der Orangensaft dazu. Dafür halte ich das Glas ganz leicht schräg und gebe dann vorsichtig den Orangensaft hier rein. Bis noch ein bisschen Platz hier oben bleibt. Und da oben drauf kommt jetzt noch der blaue Barsirup. Also Curacao. Auch wieder einen Esslöffel. Jetzt fehlen nur noch die Strohhalme und wer möchte, kann natürlich noch schöne Deko mit dazu machen. Ich werde euch in einem meiner nächsten Videos zeigen, wie man ganz schöne Cocktaildeko selber machen kann. Der Cocktail ist jetzt fertig. Unten rot, dann blau und hier oben gelb. Sieht echt toll aus, wie ich finde. Ist auch so schön, erst hier so ein breiterer Streifen gelb, dann so ein schmalerer blau und ein ganz schmaler rot. Vielleicht habt ihr ja Lust, den nachzumachen. Ohne Alkohol, den können also auch schon Kinder trinken. Und ich glaube, der wird richtig gut ankommen. Zum Beispiel bei einer Kinderparty oder wenn man einfach so mal im Sommer seine Freunde überraschen will mit einem tollen Getränk. Wenn ihr den nachmachen wollt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Schaut auch unsere anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!